verfalle dem Wahnsinn. Die galanten vietnamesischen Halbmenschen und ihre Mahlzeit. Dr. Howard Fisherman von der University of California, ein Name, den man heute vergeblich in dessen Chronik sucht, brach mit seinem internationalen Team aus 7 Kollegen in einem Frühsommer der späten 80er zu einer Expedition in das tiefste Herz des Dschungels Vietnams auf, um ein heimisches Mysterium zu lösen. Dr. Fisherman war regelrecht besessen davon, Beweise für die Existenz der Nui Rung zu finden, einer kryptiden humanoiden Affenart, die oft mit dem tibetischen Yeti oder dem chinesischen Yeren gleichgestellt wird. Das Forscherteam war davon überzeugt, dass es sich bei den angeblichen Sagengestalten um einen überlebenden Zweig der Gattung Homo erectus handeln müsste. Neben professionellem Equipment zur Film- und Tonaufnahme brachte der japanische Biologe Haru Miyazaki zudem die Super-8-Kamera seiner kleinen Tochter mit, da er ihr Bildaufnahmen von wilden Tieren versprochen hatte. Das Team trennte sich am dritten Tag von den einheimischen Führern und versuchte sich auf der Suche nach den Affenwesen selbst durchzuschlagen. Dies war das letzte Mal, dass man etwas von ihnen für über ein halbes Jahr sehen konnte. Erst 8 Monate später fanden Bauern die Leichen, nahe des Ortes ihres ursprünglichen Reisebeginns. Alle 8 Körper lagen in flachen, aus Ästen gebauten Nestern und sie alle hatten die Hände friedlich über die Brust gefaltet, was aber nicht von den grauenhaften Wunden am Kopf ablenkte. Jedem der Forscher wurden die Augäpfel mit einer chirurgischen Präzision entfernt und durch die Augenhöhle wurde das Gehirn entnommen. Sie waren alle bis auf die Unterwäsche nackt und sämtliche Ausrüstung war verschwunden. Mit Ausnahme von Dr. Miyazakis Super-8-Kamera, die neben dessen Körper ruhte. An ihr klebte Blut und eine andere nicht zuortbare Körperflüssigkeit, die anscheinend nicht menschlich war. Die Aufnahmen zeigen größtenteils nur die Beobachtung von harmlosen Wildtieren mit einer simplen Erklärung auf Japanisch, sodass es auch eine 11-Jährige verstehen konnte. Nur der letzte Film zeigte eine Teilnehmerin der Expedition, wie sie für 27 Minuten in die Kamera starrt. Dabei kaum blinzelt und auch größere Atempausen macht. Die Untersuchung aller 3 weiblichen Forscher zeigte zudem, dass diese starke Verletzungen in der Genitalregion besaßen, die zwar nicht auf eine Vergewaltigung deuteten, dafür aber auf eine improvisatorische Geburt von einem ungewöhnlich großen Fötus sprachen. Keiner der Frauen war zum Zeitpunkt des Aufbruchs schwanger gewesen und auch eine verfrühte Zwillingsgeburt hätte derartigen Schaden nicht zufügen können. Zudem wurde nach einer kurzen Zeit klar, dass jede von ihnen unmittelbar vor ihrem Tod gestillt hatte. Der einzige Mann, der außergewöhnliche Wunden aufwies, war Howard Fisherman selbst. In seinem Nacken war, anscheinend mit einem Steinchen, das vietnamesische Wort für Danke eingeritzt worden. Der entstellte Kadaver der Elefantenkuh Alley. Ein Wanderzirkus, der Anfang der 1900er durch ganz Amerika fuhr, verlor beim Halt in einer kleinen Stadt in Massachusetts ihren einzigen asiatischen Elefanten, eine 5-jährige Kuh, die den Namen Ellie getragen haben soll. Der Pfleger des Tieres, ein zu dem Zeitpunkt 16-jähriger Junge, sagte aus, das Tier hätte in der Nacht seines Todes so schrecklich angefangen zu trompeten und zu brüllen, dass er schließlich dessen Käfig aufschloss, um nach dem Rechten zu sehen. Diesen Moment nutzte Ellie, riss sich von ihren Eisenketten los, die sonst auch den hysterischsten Dickhäuter im Zaum gehalten hätte, und rannte in die Nacht davon. Ihr Wächter stellte sich ihr, aus der verständlichen Angst zerquetscht zu werden, nicht in den Weg und konnte nur noch sehen, wie sie verschwand. Angeblich sei der Direktor des Zirkus so wütend gewesen, dass er dem Burschen später einen Finger abschneiden ließ. Seine Männer fanden Ellie jedenfalls so um die Abenddämmerung herum an einem naheliegenden See. Das arme Tier sei so entstellt gewesen, dass man es nur noch schwerlich als Elefanten klassifizieren konnte. Der Kuh fehlte der komplette Rüssel und große Bereiche des Mund-Nasen-Raumes. Ihre linke Seite war von riesigen 5-fingerigen Krallenabdrücken geradezu zerfleischt worden, sodass Teile ihrer Gedärme herausguckten. Ihre Vorderbeine seien zudem stark verbrannt gewesen, wodurch ein ekelhafter, fast schon appetitlicher Geruch in der kühlen Luft aufstieg. Der Direktor konnte den Kadaver später an eine Hundefutterfabrik in Boston verkaufen. Die Kinder, die den Körper zerlegen mussten, sagten aus, dass dem Tier die komplette Leber gefehlt habe. Dazu waren Ellies Knochen mehrfach gebrochen, als wäre sie aus großer Höhe gefallen. Noch in derselben Woche reiste der Zirkus aus der Kleinstadt ab. Keiner seiner Bewohner schien der Vorfall zu überraschen.
Der Sheriff sagte zu einem der Spielleute im Vertrauen, dass es bereits 4 weitere Kadaver in diesem Jahr gegeben hätte, wobei der des Elefanten natürlich der größte sei. Der Spielmann fragte ihn dann, warum die Stadt dann immer noch stehen würde. Der Bewohner lächelte und sagte dann, dass die Kreatur, die sie die Donnerechse aus den Wäldern nannten, das Dorf in Frieden ließ, wenn man sie essen lassen würde. Noch nie sei ein Mensch getötet worden und der Zirkus könne gerne ohne Bedenken bleiben, wenn er möchte. Der Direktor war allerdings ein zu skeptischer Mann, um an gnädige Drachen zu glauben, und brach seine Zelte ab. Es wird gesagt, dass sie nie wieder in Massachusetts gehalten haben sollen. Ob die Taktik der Dorfbewohner funktioniert hat? Nun, wahrscheinlich nicht. Der letzte Ansässige verschwand im Jahr 1955. Die bedauernswerte Unsterblichkeit von Schwester Narzissa. Das heute verlassene Nonnenkloster der Heiligen Lucia, was einige Kilometer von Neapel stand, soll 1477 eine florentinische Kurtisane mit griechischen Wurzeln namens Narzissa aufgenommen haben. Angeblich sei sie eine ehemalige Geliebte von Lorenzo de' Medici gewesen und suche nun bei Gott Vergebung für ihr sündiges Leben. Aufgrund ihrer Herkunft und ihrer orthodoxen Abstammung hatte sie natürlich den Hass von mehreren Glaubensschwestern geweckt. Diese versuchten daraufhin stets, Narzissa in der Gunst der Mutter Oberin sinken zu lassen. Dies gelang ihnen aber erst 1491, 14 Jahre nach ihrer Ankunft im Kloster durch eine angebliche, von Narzissa verübte Gräueltat, die nicht überliefert wurde. Die ehemalige Hure nahm das Urteil, das daraufhin über ihr Haupt gelegt wurde, schweigend hin. Den Rest ihres Lebens sollte sie in einer kleinen, fensterlosen Kammer verbringen, wo man ihr einmal am Tag Wasser und Schwarzbrot durch eine Luke reichen sollte. So würde sie für ihre Sünden büßen und am jüngsten Tag vom Herrn errettet werden. Die Schwestern, die die Intrigen ins Rollen gebracht hatten, waren sich sicher, dass Narzissa nach wenigen Monaten in der Dunkelheit ihren Verstand verlieren würde. Nur, dass es so nicht kam. Schwester Narzissa sah zwar nie das Sonnenlicht wieder, doch verlor sie nie ihren Glauben an die Gerechtigkeit. Sie bedankte sich stets, wenn man ihr Essen brachte, und war auch sonst durch die Tür zu ihrem Gefängnis vollkommen ansprechbar. Die Jahre vergingen, Schwestern kamen und starben, aber die Gebete aus Narzissas Zelle hörten nicht auf. Irgendwann, wohl Mitte des 16. Jahrhunderts, als sie weit über 100 Jahre gewesen sein musste, bat sie darum, dass man ihr keine weitere Nahrung mehr geben sollte, da sie diese nun nicht mehr brauchen würde. Man sah das als Zeichen, dass sie bald sterben würde, und suchte schon den Schlüssel zu ihrer Kammer, um die Leiche herauszuholen. Doch sie starb einfach nicht. Auch nach Monaten ohne Wasser war sie immer noch zu normalen Gesprächen imstande. Irgendwann soll sie eine junge Ordensschwester schließlich gefragt haben, wie sie ohne die geringste Hilfe an so einem Ort überleben konnte. Narzissa antwortete, der Herr hätte sie ausgewählt, ein Wächter der Apokalypse zu sein. Und mit seiner Hilfe bräuchte sie weder Hunger noch Durst noch den Tod zu fürchten. Mit den Jahren wurden die Unterhaltungen mit anderen Nonnen immer seltener, bis man sie als alte Legende abstempelte. Das letzte Jahr, das Narzissa geredet haben soll, war 1914. An dem Tag, an dem der Erste Weltkrieg begann. Ihre letzten Worte waren angeblich: der erste der 3 großen Kriege beginnt und die Welt endet. Gott sei mit uns. Auch wenn das Gebäude heute verlassen ist, die Tür zu Narzissas Zelle wurde nie geöffnet, da nie ein Schlüssel gefunden wurde. Man sagt, wenn man sein Ohr an das Holz presst und sich lange konzentriert, könne man immer noch hören, wie jemand leise betet. George Olsons Offenbarungen in Bezug auf die Unendlichkeit. Viele seiner heute verschwundenen Professoren und Freunde bestätigten uns, dass George Olson einer der begabtesten Physikstudenten war, die Oxford je gesehen hat. Einige von ihnen vermuteten sogar, dass er der nächste Albert Einstein oder Stephen Hawking geworden wäre, wenn er nicht mit anderen Dingen beschäftigt gewesen wäre. George war Gründer und einziges dauerhaftes Mitglied einer kurzlebigen religiösen Bewegung namens The Church of Light and Darkness. Die Lehren Olsons bezogen sich teilweise auf Satanismus und germanischer Mythologie, zeichneten sich aber in erster Linie durch ihren extremen Dualismus aus. Laut seiner eigens verfassten Bibel, The Seven Elements, gäbe es in der sichtbaren Welt 2 Mächte.
die eines verbitterten, aber mächtigen Schöpfers und die einer gefallenen, gütigen Entität, die Olsen der Äther taufte. Was ebenfalls im Zentrum des Glaubens stand, war die eigens verfasste Lehre der sieben Elemente, die stark von den Gedanken westlicher und östlicher Philosophen abweicht. So sei das Universum aus folgenden Stoffen aufgebaut: die feste Materie, die flüssige Materie, die tiefe, unbekannte Materie, das vergängliche Fleisch, der bereits vergangene Staub, die erhabenen Strömungen und das endlose Nichts. Von seinen Büchern gibt es nur noch zwei Ausgaben, von denen eine stark beschädigt ist. Beide befinden sich in unserem Besitz. Der Hauptgrund, warum seine Glaubensgemeinde, wie er es gerne meinte, wenig Anhänger hatte, lag wohl an den grausamen Ritualen, die er im Namen der Sekte durchführte. Ehemalige Mitglieder beschrieben, wie er Katzen am lebendigen Leib verbrannte oder häutete, um ihre kosmische Energie zu sammeln. Allgemein hatte er eine große Fixierung auf Katzen. Er sagte einmal, dass karnivorische Lebewesen eine besonders starke Verbindung zum Äther hätten und Katzen nun einmal die billigsten Raubtiere wären, die man für Geld kaufen konnte. Es wurde mehrfach überlegt, ihn der Universität zu verweisen, doch hinterließ er nie genug Beweise, damit dies eine Begründung gewesen wäre. Der Höhepunkt und gleichzeitig das Ende der Church of Light and Darkness ereignete sich am 7. Juli 1927 auf einem nahegelegenen Friedhof, wo George das ultimative Ritual vollziehen wollte, um mit der Kraft des Äthers einen Einblick vom siebten Element, dem endlosen Nichts, zu erhaschen. Dazu wollte er sieben Katzen mit einem Skalpell die Kehle durchschneiden und ihre Körper in Form eines von ihm bestimmten Musters anordnen. Hier verlor er auch den letzten Freund, der sich mit den Ideen seiner Sekte angefreundet hatte. Aus diesem Grund können wir nicht sagen, wie der Akt der Beschwörung verlaufen ist. Wir wissen nur, wie man Olsen am Morgen fand. Einige der Studenten, die ihn kauernd auf dem Boden entdeckten, brauchten später eine Therapie aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die sabbernden, schreienden Überreste von George Olsen ließen sich wohl schwerlich als noch menschlich beschreiben. Das Ding, welches vielleicht einmal der größte Physiker aller Zeiten hätte werden können, hatte sich das Trommelfell an beiden Ohren durchtrennt und sich anschließend selbst geblendet. Im Sanatorium, wo er später hingebracht wurde, gelang es ihm auch, sich seine Zunge abzubeißen und den Innenraum seiner Nase mit einem Löffel zu beschädigen. Interessanterweise lag das Ding mit sieben Katzen zusammen, die quicklebendig mit seinem Körper schmusten. Es waren zwar die Blutspuren in einem seltsamen siebenzackigen Stern zu sehen und es handelte sich auch um tierisches Blut, aber keine der sieben hatte irgendeine Wunde in ihrem etwas schmutzigen Fell. Das Ding, was mal George Olsen gewesen war, starb einige Jahre später an einem Schlaganfall. Was wohl als große Gnade betrachtet werden darf. Die Katzen kamen in ein Tierheim und wurden teilweise vermittelt. Uns gelang es, die Spur von zwei Tieren zurückzuverfolgen. Ein interessantes Detail ist wohl, dass die beiden ein extrem hohes Alter von 21 bzw. 28 Jahren erreichten. Dass sich diese zwei Zahlen gerade durch sieben teilen lassen, sei eine Tatsache, die hier zumindest einmal angemerkt werden sollte. Die introvertierte Rattenkönigin von Paris. Pierre Rothschild war ein eher unbegabter österreichischer Fotograf und Künstler, der in Paris der 60er Jahre sein Unwesen trieb. Seine Versuche, die wahre Schönheit des Alltags einzufangen, stieß in keinem Studio auf große Begeisterung. Was wohl nicht verwunderlich ist, da er Schönheit zum Beispiel als zwei Obdachlose definierte, die sich um eine Flasche Bier stritten. Neben diesen kläglichen Versuchen, berühmt zu werden, lag sein privates Interesse in der Erkundung der berüchtigten Katakomben von Paris, in denen immer noch die Gebeine von 6 Millionen Menschen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Da der Zutritt zu diesem unterirdischen Labyrinth aber illegal ist, konnte er nie mit Bildern rechnen, die einen seriösen Käufer finden würden. Nach einer weiteren Absage am 16. Mai 1963 betrank sich Pierre in seinem Apartment, um sich von seinem Kummer abzulenken. Dort muss er irgendwie auf die Idee gekommen sein, dass es ein guter Plan wäre, sich am späten Abend Zutritt zu den Katakomben zu schaffen und nach passenden Motiven Ausschau zu halten. Aufgrund seines Alkoholpegels konnte er uns nur noch vage beschreiben, wie der Rest der Nacht verlief. Was er aber noch wusste, ist, dass er sich verlaufen hatte und panisch durch die von Knochen gesäumten Gänge rannte. Dort schoss er dann wohl sein einziges Foto, was jemals einen zweiten Blick wert gewesen wäre. Nachdem er fast 16 Stunden durch die Pariser Unterwelt geirrt war, fand er schließlich einen Ausweg ans Tageslicht. Bedauernswerterweise war er immer noch so geschockt, dass er seine Kamera nach einem Blick auf das Foto in die Fluten der Seine warf und die Katakomben niemals wieder betreten sollte.
In einem Interview, welches er uns 1970 gab, Pierre lebte zu diesem Zeitpunkt schon lange auf der Straße, beschrieb er zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal die Geschehnisse in dieser Nacht. Rothschild schoss das Bild, welches sein Leben verändern sollte, anscheinend nur, damit er etwas mehr Licht in dem engen Tunnel hatte. Im Blitz der Kamera konnte er die Kreatur erblicken, die er von da an nur als die Rattenkönigin bezeichnete. Sofern seine Aussagen korrekt sind, stand eine kleine, gekrümmte und offenbar blinde Frau vor ihm, die von einer Unzahl von Ratten umringt war. Sie trug, wie er später auf dem Foto erkennen konnte, ein Kleid, was an die Mode des Adels zur Zeit der Französischen Revolution erinnerte, und eine Krone anscheinend gefertigt aus Kleintierknochen. Auch hatte die Erscheinung eine lange rote Wunde einmal quer um den Hals herum. Rothschild schrie bei ihrem Anblick auf und konnte dann hören, wie dutzende kleine Körper fielen. Anschließend fühlte er, wie die Ratten seine Füße streiften, als sie die Flucht ergriffen. Es schien, als hätte sich der Körper der Kreatur beim Anblick eines anderen Menschen in noch mehr Nager aufgelöst. Pierre stellte aufgrund der markanten Perücke und der Ähnlichkeit zu einigen Porträts die Vermutung auf, dass es sich bei der Greisin um niemand Geringeren als Königin Marie Antoinette handeln müsste, deren Geist seit ihrer Hinrichtung am 16. Oktober 1793 an die Stadt ihres Todes gebunden sein könnte. Die Theorie ist zwar unwahrscheinlich, aber wir schließen sie nicht vollkommen aus. Pierre Rothschild starb 1979 an irreparablen Leberschäden. Sein Alkoholkonsum scheint dafür eine plausiblere Erklärung zu sein als ein Eingriff von übersinnlichen Mächten. Der außergewöhnliche Verstand des Thomas van Dyck. Die van Dycks waren eine reiche, wenn auch oft von Krankheitsfällen heimgesuchte Amsterdamer Familie von Geschäftsleuten, deren Blütezeit die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts waren. Ihr wohl reichstes Mitglied war der Kunsthändler Ruben van Dyck, der Anfang des Jahrhunderts die Nichte eines Geschäftspartners namens Lotte Westervoort heiratete. Mit ihr versuchte er über Jahre hin gesunde Kinder zu zeugen, doch waren alle seine Nachkommen entweder Totgeburten oder sie starben innerhalb des ersten Lebensjahres. Erst 1923, fast 20 Jahre nach der Hochzeit, gebar Lotte einen Sohn, der die Wiege überleben sollte, wenn man ihn auch nicht als gesund beschreiben konnte. Thomas van Dyck, geboren in der Nacht vom 19. auf den 20. März, wies eine starke Deformierung des Kopfes auf, die ihm unter seinen Verwandten den Spitznamen Pinder, zu Deutsch Erdnuss, einbrachte und blieb Zeit seines Lebens geistig beeinträchtigt. Obendrein verstarb Lotte van Dyck im Wochenbett, was alle Beteiligten überraschte, war sie doch dafür bekannt, schnell nach einer Geburt wieder auf den Beinen zu sein. Ruben van Dyck, der seinen einzig lebenden Sohn für den Tod seiner Frau verantwortlich machte, schickte das Kind zu seiner Mutter, heiratete einige Jahre später erneut und bekam zwei vollkommen gesunde Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Jedenfalls weiß man über Thomas, dass seine Großmutter ihn relativ gut behandelte, dass das Personal aber eine gewisse Angst vor dem Kind hatte. Eine ehemalige Putzfrau, die wir Anfang des neuen Jahrtausends im Alter von 92 interviewten, erzählte uns, dass der Junge mehrfach beobachtet wurde, wie er kleine Tiere, Mäuse, Frösche und ähnliches, auf eine unbekannte Weise zu sich heranlockte und diese dann anfing, aus den Schnauzen und Augen zu bluten, woraufhin sie einging, was Thomas stets große Freude bereitete. Ähnlich war er in der Lage, die Dienerschaft seiner Großmutter zu beeinflussen. Dies geschah zum Beispiel beim Essen. Thomas, der eine Vorliebe für Milch hatte, neigte dazu, das Kindermädchen so lange anzustarren, bis diese Kopfschmerzen und Nasenbluten bekam und gleichzeitig ungewohnt an unmissverständliche Bilder wie eine grasende Kuh oder auch einfach nur an die Farbe Weiß denken musste. Diese Tortur endete erst, wenn der Junge seinen Willen bekommen hatte und sie ihm nachschenkte. Einige Diener haben bereits im ersten Jahr nach seiner Ankunft gekündigt. Sie beschrieben, dass Thomas vor ihren Augen Bauklötze schweben ließ und Insekten zum Platzen brachte. Auf die Frage, woher er diese Fähigkeiten hatte, antwortete er stets, dass die rote Fee hinter seinen Augenlidern es ihm beigebracht hätte. Wer diese Fee war, wollte er nie so richtig sagen. Aber er erwähnte einmal, dass es nur eine Handvoll Wesen in der Schöpfung geben würde, die die Lieder der Fee hören könnte. Nur zwei dieser Wesen würden auf der Erde leben, er selbst und der weiße Kanarienvogel einer britischen Herzogin. Was Thomas auch immer damit meinte, die letzte Hoffnung, es herauszufinden, starb Mitte Dezember 1931.
Der Achtjährige hatte im Laufe des Tages angefangen zu schreien und er beschwerte sich darüber, dass die Fee ihn aus seiner Hülle ziehen wollte. Frau von Dyck, seine Großmutter, verlor endgültig die Nerven und sperrte das Kind in sein Zimmer ein, woraufhin das ganze Haus gebebt haben soll. Als man die Tür am übernächsten Tag wieder aufmachte, war der Junge leer. Körperlich war er in Ordnung, er atmete, hatte Herzschlag, aber sein Verstand war weg. Wie eine leere Puppe, die man mit Brei füttern musste und die in Windeln machte. Es schien wirklich so, als hätte die rote Fee ihn tatsächlich aus seiner Hülle gezogen. Auch wurden nie wieder seltsame Dinge in seiner Umgebung gesehen. Frau von Dyck konnte wohl mit der Gesamtsituation nicht mehr umgehen und lieferte ihren Enkel in eine Kinderpsychiatrie in Deutschland ein, was in Bezug auf den historischen Kontext eine mehr als schlechte Wahl war. Ob Thomas den Krieg überlebte, ist unklar, aber nicht wahrscheinlich. Seine Spur verliert sich 1943 in einem Konzentrationslager. Er wurde nur 20 Jahre alt. Das Muster. Wir fanden seinen Körper auf seinem Bett. Es war sein 100. Geburtstag und die Rasierklinge hielt er noch in der Hand. Die Wände seiner Wohnung, ein Anblick, den wir wohl nie vergessen werden, den ich nie vergessen werde. So viel Blut, das in kryptischen Zeichen an die Tapete geschmiert wurde. Mehr als die mickrigen 6 Liter, die er in seinem Körper hatte. Wie er das hinbekommen hat, weiß ich auch nicht. Schnell wendeten wir uns von dem Bündel aus Nerven, Sehnen und Muskeln ab und warfen unser Auge auf sein Vermächtnis. Natürlich war es verschmiert, aber man konnte es immer noch lesen. Namen, Koordinaten, Daten. Und dann begriffen wir. Er wollte, dass wir es vollenden. Nach den Zeugen suchen, die nicht schweigen wollen, die Botschaft verbreiten, dem Feind ins Gesicht schauen. Suche nicht nach uns. Wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, im Hintergrund zu agieren. Aber trotzdem, du kannst immer noch Teil von uns werden. Halte Ausschau nach den Dingen, die dir aus dem Leben gerissen werden. Nach dem Muster, dem keiner Beachtung schenkt. Nach dem Verschwinden der Unwichtigen. Sehe weit genug, klettere hoch genug und grabe tief genug und du wirst die Wahrheit finden, die kein Mensch verkraften kann. Wir sind niemand. Wir sind jeder. Unsere Zahl ist Omega. Wir sind der Weg der Zahlen. Wir bedanken uns für deine Aufmerksamkeit.